Gildenexpedition Stufe 4 der Eisenzeit in Forge of Empires. Eine Warnung als erstes vorweg. Dies ist kein Anfängervideo. Alle in diesem Video gezeigten Kämpfe erfolgen mit einem Kampfbonus von 90% auf Angriff und Verteidigung. Das sind Werte, die neue Spieler definitiv nicht haben. So viele Agenten wie hier eingesetzt, hat man als Anfänger gar nicht zur Verfügung. Dieses Video soll zeigen, wie die Kämpfe von Stufe 4 der Gildenexpedition aussehen, wenn man, wie in einem früheren Video erläutert, eine Eisenzeit-Kampfstadt macht, zum Beispiel, um dann jede Woche möglichst viele Diamanten hier einzusammeln. Für die erste Plattform wähle ich ein Team aus 8 Ballisten. Obwohl ich niemals ein Ballistencamp errichtet habe, besitze ich genügend Ballisten aus den Belohnungen der ersten 3 Stufen der Gildenexpedition. Gegen Bogenschützen sind Ballisten ideal. Mit leichten Einheiten tun sie sich schon schwerer. Dafür ist es dank der großen Reichweite sehr einfach, zuerst alle anderen Einheiten zu erledigen und zuletzt die Agenten. Die zweite Welle besteht zwar aus für Ballisten wesentlich weniger geeigneten Gegnern, doch kommen diese in 2 Teilen aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Geschwindigkeit. So können zuerst die schnellen und danach dann die leichten Einheiten besiegt werden. Die Agenten sind dann wieder als letztes dran. So bleibt dieser Kampf ohne Verluste. Für die erste Plattform von Stufe 4 gibt es immer 2 Forge-Punkte. Die zweite Plattform bietet so unterschiedliche Gegner auf, dass Bogenschützen oder leichte Einheiten zu viele Verluste brächten. Schwere Einheiten sind das Mittel der Wahl. Die Reiter aus Welle 1 kosten uns tatsächlich eine Einheit. Solange man in der Eisenzeit-Kampfstadt kein Alcatraz hat, ist es wichtig, wenig Verluste zu haben. Somit ist das jetzt kein übertriebenes Jammern, wenn mal eine Einheit verloren geht. Gegen Welle 2 sieht es dann allerdings wieder richtig gut aus. 20 Güter sind für die meisten Spieler ein willkommener Preis. Aber eine Kampfstadt hat dafür keinen wirklichen Bedarf. Plattform 3 eignet sich wieder ganz hervorragend für Ballistas. Gegen Welle 1 läuft es dann auch sehr gut. Unterschiedlich schnelle Einheiten können schön nacheinander angegangen werden. Die zweite Welle ist nicht ganz so perfekt zu meistern. Auch hier klingt es wieder seltsam, wenn ich den Verlust von 2 Ballistas bejammere. Da ich allerdings keine Ballistas produziere, bin ich auf die gewonnenen Exemplare angewiesen und die sind begrenzt. Als Belohnung die 20 Medaillen zu bekommen und nicht die Diamanten, ist natürlich Pech. Wenn man keine wirkliche Präferenz herausarbeiten kann, sind leichte Einheiten plus Agenten ein Standardteam, das fast immer funktioniert. Die leichten Einheiten kann ich selbst nachproduzieren. Ihr Verlust schmerzt dann nicht ganz so sehr. Beim Anblick von Welle 2 werden viele die Entscheidung zugunsten leichter Einheiten kritisch hinterfragen. Doch verliere ich erfahrungsgemäß keine Agenten und kann die beiden verlorenen Soldaten rasch ersetzen. Zwei weitere Blaupausen für den Relikttempel sind kein wirklich dringender Bedarf, aber man nimmt es dennoch gerne mit, falls der Relikttempel irgendwann einmal auf mehr als Stufe 10 ausgebaut werden soll. Plattform 5 schreit dann wieder förmlich nach Ballistas. Einerseits können gegnerische Ballistas eliminiert werden, bevor diese Schaden machen. Andererseits sind dann gegnerische Bogenschützen mit Ballistas leicht zu erledigen. Schließlich fällt es mit Ballistas sehr leicht, die gegnerischen Agenten ganz gezielt zuletzt zu erledigen.
Gegen Welle 2 nutzen wir die Langsamkeit des Gegners und verlängern dessen Weg so gut es geht. Obwohl diese Karte keine besonderen, den Gegner verlangsamenden Hindernisse hat, reicht es dennoch, diese Welle ohne weiteren Verlust zu beenden. Für diese Plattform gibt es immer 5 Fortschritte. Plattform 6 verleitet mit den vielen schnellen Einheiten zunächst dazu, Soldaten, also leichte Einheiten, einzusetzen. Diese sehen dann aber gegen Runde 2 ganz übel aus. Schwere Einheiten haben gegen die Reiter zwar keinen besonderen Bonus, machen ihre Sache aber dennoch ganz gut. Ein oder zwei schwere Einheiten auf Seiten des Gegners kann man auch mal mit leichten Einheiten angehen. 7 schwere Einheiten sind dann allerdings zu heftig. Deshalb, wie gesagt, hier der Einsatz der schweren Einheiten. Den einen Bogenschützen schaffen die dann auch. So kommen wir hier verlustfrei durch. Erneut bekommen wir Güter. Ohne diese zu produzieren, hat eine Kampfstadt davon eigentlich immer mehr als genug. Denn man hat ja keinen Verbrauch, von Spenden an die Gildenkasse einmal abgesehen. Die Plattform 7 macht die Teamaufstellung nicht einfach. Ballisten hätten mit heftigen Verlusten zu rechnen, bleiben eigentlich nur leichte oder schwere Einheiten. Ich entscheide mich für Letzteres. Während der Kampf gegen Welle 1 ganz gut verläuft, zieht sich der Kampf gegen Welle 2 unendlich lange hin und kostet 2 der raren, ungebundenen Agenten, deren Nachschub noch gering ist, solange man kein Alcatraz hat. Erneut wieder nur Medaillen statt der erhofften Diamanten. Eine wirkliche Pechwoche. Plattform 8 hat in Welle 1 4 Bogenschützen und in Welle 2 dann 8 Ballistas. Gegen beides sind berittene Krieger eine gute Lösung. Daran ändern auch die 4 schweren Einheiten in Welle 1 nichts. Natürlich kann man hier auch Ballistas einsetzen, allerdings geht das nur mit deutlichen Verlusten gegen Welle 2. Wenn man keine Ballistas produziert, sollte man sich das verkneifen. Ich habe zwar auch keinen Stall, um berittene Krieger nachzuproduzieren, aber für diese gibt es nur wenig Einsatzmöglichkeiten und da darf man dann schon mal 2 verlieren. Die verlorenen Agenten schmerzen da schon mehr. Diesmal gibt es die Ritualflamme statt der Diamanten. Dies ist eine wirkliche Pechwoche. 3 50-50-Entscheidungen nacheinander gehen zu meinem Nachteil aus. Die 8 schweren Einheiten des Gegners bei Plattform 9 verlocken natürlich, Bogenschützen einzusetzen. Dass wir diesen Kampf ohne Verluste beenden, ist dann keine Überraschung. Zweite Welle hat dann allerdings den Angstgegner der Bogenschützen, 8 schnelle Einheiten. Da sind heftige Verluste unvermeidlich. Bogenschützenanlagen sind jedoch winzig und deshalb habe ich da gleich mehrere von. So kann ich mir einige Verluste leisten, die ich, anders als beispielsweise verlorene Agenten, rasch ausgleichen kann. Hier gibt es wieder keine Überraschung bei der Belohnung, es sind immer 5 Fortschritte. Plattform 10 gehe ich dann immer ganz gerne mit 4 Ballistas und 4 Agenten an. Damit kann ich die schnellen Einheiten von Runde 1 erledigen, bevor sie Schaden verursachen und natürlich sind auch gegnerische Ballistas immer erste Ziele. Danach hat man dann genügend Zeit für den Rest. Gegen Welle 2 habe ich diesmal nicht ganz optimal gekämpft. Um des starken Hiebs eines Agenten willen habe ich unnötige Treffer einstecken. Da hätte ich, wie bei einer früheren Plattform schon gezeigt,
besser wieder auf die Maximierung der Distanz setzen sollen, was erfordert hätte, die gegnerische Ballista erst dann zu zerstören, wenn alle eigenen Agenten verwandelt sind. Erneut erhalten wir Güter als Belohnung. Plattform 11 bietet in Welle 1 8 Bogenschützen auf. Das schreit förmlich nach schnellen Einheiten. Die schlagen sich dann auch tatsächlich ganz passabel. Gegen Welle 2 fällt es der Kavallerie dann allerdings deutlich schwerer. Wer genügend Ballistas hat und deren Verlust hier nicht fürchten muss, kann das ebenfalls gut mit Ballistas erledigen. Endlich bekommen wir dann auch mal die Diamanten und nicht die Medaillen. Plattform 12 ist dann wieder eine Steigerung in der Schwierigkeit. Viele schwere Einheiten schreien förmlich danach, Bogenschützen einzusetzen. Allerdings sind Ballistas deren Angstgegner. Den Ausschlag gibt erneut der Fakt, dass ich diese leicht nachproduzieren kann und mich der Verlust eines Bogenschützen nicht schmerzt. Der Verlust eines Agenten gegen Welle 2 ist da schon schmerzhafter. Aber das ist nicht immer vermeidbar. Je nach Karte kann das allerdings auch schon mal glücklicher ausgehen. Die Stammesplätze stapeln sich bei mir im Inventar. Plattform 13 kann man mit 2 schweren Einheiten plus Agenten ganz souverän meistern. Keine der beiden Wellen stellt eine besondere Herausforderung dar. Dem Anspruch, möglichst keine Einheiten zu verlieren, da der Nachschub langsam ist ohne Alcatraz, werden wir mit dieser Aufstellung erneut gerecht. Hier gibt es immer 10 Forgepunkte. Plattform 14 ist dann wieder gut mit Ballistas zu meistern. Gegen Welle 1 auf die richtige Reihenfolge achten und sobald die gegnerischen Ballistas erledigt sind, wieder auf maximale Distanz gehen. So klappt der Kampf gegen Welle 1 ohne Verluste. Welle 2 ist dann ja nur eine Wiederholung, die naturgemäß nicht anders ausgeht. Einmal mehr gibt es Güter als Belohnung. Die 15. Plattform kann man wieder gut mit Ballistas meistern. Zuerst die gegnerischen Ballistas ausschalten, danach die langsamen, schweren Einheiten, für die wir wieder auf maximale Distanz gehen. Welle 2 möchte die aufgebotenen schweren Einheiten etwas stärker werden lassen durch das Opfern des Helden. Obwohl dieser Bonus in der Eisenzeit durchaus spürbar ist, schaffen die Ballistas das ganz problemlos. Zum 4. Mal fällt die 50-50-Entscheidung gegen uns aus und wir bekommen Medaillen statt Diamanten. Es gibt manchmal wirkliche Pechwochen. Die letzte Plattform von Stufe 4 kann dann wieder mit Ballistas angegangen werden. Wir folgen erneut demselben Prinzip. Zuerst die gegnerischen Ballistas ausschalten, dann auf maximale Distanz gehen und die langsamen Einheiten in aller Ruhe erledigen. Und wenn das gegen Welle 1 so gut klappt, sollte uns dasselbe auch gegen Welle 2 gelingen. Der Kampf birgt keine besonderen Tricks oder Geheimnisse.
Am Ende gibt es ein Renovierungskit. Wenn man in einer immer in der Eisenzeit verbleibenden Kampfstadt etwas definitiv überhaupt nicht braucht, dann sind das Renovierungskits. Diese Woche hatte ich mit den Belohnungen wirklich ganz übles Pech. Aber es ging ja darum, mal einen Eindruck der Kämpfe zu vermitteln.